1, die Abreise. Am Donnerstag beginnt für Sturm Graz die Reise über Biarritz zum Europa-League-Spiel gegen Real Sociedad. Vor dem Abflug müssen alle Insassen einen Antikörpertest machen. Punkt 2, das Flugzeug. In dem sich nicht nur die Mannschaft samt Betreuer befinden, also die sogenannte rote Gruppe, sondern eben auch Fans, VIPs, die Medien. Punkt 3, der positive PCR-Test. In San Sebastian angekommen, verlangt die UEFA von der roten Gruppe einen Antigentest. Einer ist positiv, jener von Kelvin Yeboah. Natürlich ist diese Thematik keine einfache. Es dringt ein in die Köpfe der Spieler, es nimmt da in dem Moment natürlich auch einen Fokus, ist jetzt auch wieder präsenter geworden, schon mit Gazi Begovic Ausfall letzte Woche. Und jetzt hat es halt auch mit Kelvin Yeboah einen Verdachtsfall heute gegeben. Wird jetzt dann auch in diesen Minuten den PCR-Test absolvieren. Wir haben morgen dann das genaue Ergebnis. Und auch das ist positiv. Seitdem befindet sich Yeboah insgesamt 10 Tage im Hotel in San Sebastian in Quarantäne. Punkt 4, der Charterflug. Sturm reagiert. Für die Reise von San Sebastian nach Altach chartern die Grazer einen eigenen Flieger. Machen laufend weitere Tests und immer mehr davon fallen positiv aus. Punkt 5, die Absage. Die Grazer informieren daraufhin die Bundesliga und die Behörden. Heute früh werden weitere PCR-Tests gemacht. Mittlerweile trifft es nicht nur Spieler, sondern auch Betreuer. So viele, dass Sturm für die Partie gegen Altach keine Startelf mehr zusammenbringt. Es ist ein Cluster, der sich gebildet hat. Das heißt, wir haben hier Kabinensituationen, wo wir aufeinandertreffen. Wir haben geschlossene Räume. Es sind auch bei Ihnen weitere Spieler mit Symptomen mittlerweile. Und deshalb war es dann auch in Absprache mit den Ärzten, auch mit der Bundesliga, einfach sinnvoll, das Ganze zu verlegen. Auch natürlich wissend, was das Ganze logistisch dann auch für einen Aufwand mit sich zieht. Aber es geht hier wirklich die Gesundheit der Spieler, der Mannschaft vor. Und deshalb war das eine Entscheidung, die wir gemeinsam dann auch getroffen haben. Punkt 6, die anderen. Die steigenden Corona-Zahlen waren gestern Abend schon bei den anderen heimischen Clubs Thema, denen das auch nicht unbedingt schmeckt. Im Trainingsbetrieb kann fast nichts passieren, weil wir immer testen, schauen, ob alles passt, wenn wir ein bisschen frei haben. Wir tun wir dann auch testen, dass wir eine Sicherheit haben. Und ich muss sagen, ja, Gott sei Dank ist bei uns das nicht, aber man ist ja nie gefreut vor dem Ganzen, weil man ja nicht weiß, wo man sich dann ansteckt. Und es ist immer schwierig. Und die Corona-Zeit ist dann so eine Scheißzeit. Punkt 7, Selbstisolation. Die positiv getesteten Sturmspieler werden heute Vormittag mit einem Bus zurück nach Graz gebracht. Einige zeigen keine, andere leichte Symptome. Die negativ Getesteten sind per Flugzeug, das sie nach dem Spiel gegen Altach eigentlich nach Hause bringen sollte, ebenfalls heute abgereist. Punkt 8. Trainingsfrei. Die gesamte Mannschaft wurde von Trainer Christian Ilzer für 7 Tage freigestellt und begibt sich, auch die negativ Getesteten, in Selbstisolation und wartet auf den Bescheid der Behörde. Das Spiel zwischen Altach und Sturm Graz wird am 1. Dezember um 19 Uhr nachgetragen.